so die Art Gitarre zu spielen, wie der Herbert das hier macht, die ist eigentlich, kommt die aus Hawaii. Da haben das so die ersten Leute, die ersten Gitarrenspieler mit sowas angefangen. Deswegen auch der Begriff Hawaii-Gitarre ist ein Synonym mit Stilgitarre. Und das nächste Stück kommt auch aus der Richtung. Ist ein Stück Hawaii-Musik. Nicht ganz Hawaii-Musik. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in den 20er bis 30er Jahren gab es so einen ganz großen Boom an Hawaii-Musik, weltweit eigentlich. Es war in der Zeit so die berühmteste und beliebteste Musik. Schwappte dann 10 Jahre später auch nach Europa, so in den 40er, 50er Jahren. Vielleicht kennt ihr mal noch so Namen wie die Kilima Hawaiians, eine holländische Gruppe. Es hängt ein Pferdach auf der Alabama. Das ist von denen, ja. Das müsst ihr euch vorstellen. Also mehr Multikulti geht man gar nicht. Eine holländische Gruppe, die Hawaii-Musik spielt und mit deutschen Texten dazu singt und holländischem Akzent. Ja. Das ist schon gut gewesen. Ja, und das, was wir spielen wollen, das ist aus der Richtung Hapa Haole Musik. Hapa Haole ist ein hawaiianischer Begriff. Der heißt so viel wie halb hawaiianisch. Das war so nicht wirklich richtige Hawaii-Musik, aber wenn irgendwas bekannt und beliebt ist, wird natürlich sofort auf den Zug aufgesprungen und jeder Schlagerkomponist schreibt irgendwelche Stücke, die in dem Stil sind, und es werden alles Hits, sobald das Wort Ukulele drin vorkommt oder Hula. Da gab es dann so Perlen wie Making Wiki Wacky Down in Waikiki. Zum Beispiel. Oder eben den nächsten Song, der heißt Hula Blues, ja. Spielen wir heute mit besonders viel Aloha hier in Bad Hersfeld. Mit dem Wetter. Ja, viel Vergnügen mit Aloha, nein, mit Hula Blues.